Der erste Eindruck, ja, muss ich sagen, bin total überrascht. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe mich zuvor mit dem Thema 800er noch gar nicht groß überhaupt auseinandergesetzt. Eigentlich heute so das erste Mal richtig. Habe nur gedacht, Mann, diese Größe von der Maschine und so, ist das ein Thema, ist der Markt da? Ich muss jetzt sagen, nach dem Fahren und nach den Informationen heute, muss ich mir wirklich Gedanken machen, auch für uns kleinere Skigebiete. Sehe schon einen Sinn und Zweck in der Maschine, diese Ersparnis, diese Kraft, diese Zeiten, wo wir heute Schnee verschieben müssen, die werden immer kürzer, enger. Und dieser Mehrwert, wo wir in kurzer Zeit in Betrieb kommen, das ist absolut berechtigt. Also ich sehe für diese Maschine schon eine gute Sache und muss noch eins sagen, wir haben schon, ich habe sämtliche Maschinenepochen mitgemacht, der Firma Käsbohrer. Ich bin seit 1973 im Bergbahngeschehen, bin selber langjährig die ersten Jahre mit 13 Jahren Käsbohrer gefahren an der 145er und hat immer wieder gesagt, was kann man noch verbessern, was wird besser. Aber ich bin richtig erstaunt, muss ich sagen. Ich habe gedacht, es gibt eine Monstermaschine, aber die Kraft und die Beweglichkeit, die Gelenklichkeit, diese Kurvenradien zu fahren, ich bin total überrascht.